halbe her. Hier scheint es also auch gar nicht weiter zu gehen. Hier war einfach nur ein Gegner drin gewesen. Was klingt so, als wenn irgendwer wäre. Irgendwer wäre. Wär auch. Wow! Oh, da geht's weiter. Ist nirgendwo eine Statue. Ich suche jetzt eigentlich gerade Statuen. Die Geräusche kommen von... Ach! Von da hinten wollte ich gerade sagen. Hm, normale Viecher. Nein! Ich war auch noch nicht fertig. Ach, Kacke. Ich war da noch nicht fertig. Ah. Aber ich habe eine Axt, so ist ja nicht. Ach, Dreck. Hol ich da nochmal zurück nachher? Komm ich... Ah, hier, jetzt. War er. Oh, auch gut. Oh, oh. Jetzt zerbrennen die alle, ja? Ist eigentlich ein Abknallen da drin? Durchs Gitter durch? Obwohl, nee, es war... Nee, bleibt zu. Shit. Also mindestens einmal Gel habe ich jetzt nicht bekommen. Und im schlimmsten Fall sogar eine Statue nicht, weil ich da noch nicht war im letzten Bereich. Das ist ärgerlich, aber ich komme vielleicht doch noch wieder zurück, weil es sieht nicht aus, wenn ich hier weiterkäme. Frost, Munition. Gut, ich meine, es ist naheliegend bei Feuer irgendwie. Hätte ich vielleicht mehr darauf spezialisieren sollen. Noch. Oh, oh. Oh, warte. Zumindest einer habe ich noch verarscht. Na? Aua, Mann. Ey, das gibt's doch nicht. Ja, danke. Ich kann nichts mehr machen. Ach. Meine Güte. Sag mal. Was ist denn das hier? Warum stirbt er denn nicht? Alter. Die eine schöne Stealth killt, der andere wollte überhaupt nicht sterben. Dreckiger Mist. Spritzen habe ich jetzt noch. 4. Top. Meine Güte, war das blöde gerade. Diese ganzen Gegebenheiten haben es einmal doch erschwert. So. Kamerafahrt, total doof. Das war wirklich ärgerlich, aber ich habe Munition bekommen, immerhin. Sonst keine Aufmerksamkeit zum Untersuchen hier? Nein. Was war das? Kann ich nicht? Wieso kann ich nicht? Bin ich voll oder was? Hm. Kann hier eigentlich dann bloß Schrot sein? Oder eine Flasche? Okay, ich komme jedenfalls zurück. Immerhin. War trotzdem gerade verkackt. Die Art und Weise. Mit dem Flammenbuddy. Das ärgert mich irgendwie, weil das eigentlich... Ich meine, die Typen waren so extrem leicht... Ach, guck einer an. Waren so extrem leicht zu killen gerade in der Sequenz mit Hoffman. Dass mich ja schon ärgert, dass ich gerade so an dem gesessen habe. Ärgert... Ach, nur nimm schon. Ärgert mich ziemlich tatsächlich. Hör mal hier. Ja, ja. Flamme an. Flamme an, dreh dich um. Der hört auf mich. Flamme aus. Sehr gut. War ein bisschen knapp. So. War auch nur einer gewesen. Aber hier mal. War wirklich ein Schlüssel hier oben gewesen. Für den Leichenschrank. Also hätte man theoretisch echt verpassen können, wenn ich nicht mehr zurückgekommen wäre. Aber hat sich ja nun erledigt, ne? Und obwohl ich jetzt im Prinzip doch wieder Munition gefunden habe und überhaupt sowieso auch eine Spritze gefunden habe. Und mein Leben wieder hergestellt und so weit.
ärgere ich mich dennoch sehr darüber, dass ich die Typen gerade einfach nicht so killen konnte, wie ich das wollte. Ja. Hätte besser laufen können sollen müssen. Ist da jemand? Da hinten. Kamen jetzt bloß die zwei dazu? Ne, was ist das? Ich sehe schon drei. War ja so klar, dass die Sequenz mir nicht alles zeigt. Aber den vierten sehe ich noch nicht. Immerhin. Dann per se ja alles durchaus machbar. Ich meine, ich kann auch ballern ein bisschen. Begrenzt Munition habe ich ja dann doch. Apropos. Jetzt soll ich mal... Ich habe ja da unten noch zwei Harpunenpfeile. Und für den Fall des Falles. Weil die doch sehr aufeinander hocken da drüben. Oh, eine Flasche, so ist nicht. Dort. Willst du aber auch nicht so bringen, wa? Guck mal hier. Ja, er kommt wirklich. Er kommt wirklich. Oh. Oh oh. Warte. Oh. Nein. Hol ihn dir schnell. Geht wieder nicht. Oh. Mist. Also mal geht's irgendwie, mal geht's aber gar nicht. So, jetzt wird der Flamme angestellt werden. Ja, jetzt habe ich keine Chance mehr. Au, uah. Oh, um die Ecke rumgelaufen ist einfach. Hat mir Aua gemacht. Wenn was nicht okay ist, dann das. Blöde Flamme an hier. Oh, jetzt kommen mal zwei angelaufen. Ist nicht schön. Nein. Das Feuer kann schon nervig sein, übrigens, liebe Leute. Willst du mal gesagt haben. Genau. Genau. So gefällt mir das. Ah, das gibt's doch nicht. Ich hatte doch auf selbst schon gehabt eigentlich. Mann, ey. Verfolgt mich keiner? Sie war es aber auch nicht leicht hier im Stealth killen. Die letzten drei. Wow. Oh nein, die Flamme ist aus. Gerade kein gutes Timing hier. Na komm schon. Geht doch. Na? Na, guck mal, Sebastian, mal ordentlich hier. Ich habe nichts zu tun gerade, ne? So, hinterher. Der wird sich wohl nicht mehr umdrehen. Das schien nicht Teil seiner normalen Route zu sein. So. Zack. Einer noch. Vorläufig einer. Wir haben 18.000 Gil. Fehlt noch ein bisschen was. Die Waffe war 70.000, glaube ich. Ob ich das noch schaffen werde, weiß ich nicht. Oh. Das Spiel scheint nicht mehr so lange zu gehen. Aber wie gesagt, wenn es halt noch auf fast bis 20 Kapitel hochgeht, habe ich doch noch ein bisschen was vor mir. Und ich sehe immer noch, dass der letzte Endgegner nicht Fyodor ist, sondern eben die gute Myra. Das heißt, es kommt noch ein bisschen was im Spiel. Zack. Bam. Bam. So. Hier ist noch ein Haufen. Wir sind eben auf dem Weg hierher zum Haufen. Da ist noch ein Haufen, siehst du? Komm schon. Glückskeks. Mein Nägel nehme ich auch mal gerne, wie ihr wisst. Apropos, hätte ich schon mehr als 7 gerade gehabt an Nägeln? Ich bin nicht hergestellt mit Nägeln. Wieso habe ich zu wenig Nägel? Ich meine, ich muss jetzt 8 oder 9 haben. Eigentlich einiges aufgesammelt. Hm. Sauerei. Käme ich jetzt nochmal zurück eigentlich zum Speichern, nur so aus Neugier? Tür war dort. Nee, käme ich nicht. Okay. Ah, auch nur, wie gesagt, reine Neugier. Wäre schon toll gewesen. Hier was zum Untersuchen? Nein. Will ich weitergehen? Naja. Hier bleibt ja keine Wahl. Geben Sie ihr die Macht des Kerns.
Nö. Warum will jeder Union kontrollieren? Es ist nicht mal real. Echt mal. Die irreale Welt. Ich helfe einem Arschloch wie Ihnen, Arschlöcher wie die zu übernehmen. Sind Sie verrückter als gedacht? Genau. Lebt ihr? Es sah aus, als wenn er einfach gezwinkert hätte, der Gute. Oh, untersuchen. Keine Ahnung. So, die Zwischenspeicherung gab es gerade automatisch oben rechts. Jetzt habe ich 8 Nägel, siehst du? Nicht aufstehen. Achso, da ist ein Rohr. Ach Mensch, was habe ich gesucht und nicht gefunden. Dreh. Ich mache hier Button-Dashing. Button-Buttoning. Wischi-waschi. So. Noch eine Ebene nach oben, liebe Leute. Immer weiter. So. So, immer noch. Er speichert wieder. Was ist das da? Auch ein Hebel? Öffne dich. Ist da wer? Ach, selbst wenn, da kommt keiner lang. Das nehme ich mir mit. Ach, guck an. Informationen. Theodors Manuskript 2. Wenn ich zum Kern geworden bin und diese neue Welt in meiner Vorstellung errichtet habe, wird die Realität schnell folgen. Ah, ich glaube, ich verstehe seinen Plan. Wenn er die in Mobius, im Stem selbst kontrolliert, kann er deren Geister ja auch umschreiben und die dann in die echte Welt entlassen. Und dort würden sie wahrscheinlich genauso gehorchen. Kann das sein, dass er das so meint? Wenn er letztendlich... Mir persönlich wird das nichts bringen, als Weltenherrscher eine reale, erschaffene, virtuelle Welt zu beherrschen. Auch wenn es ja diverse Science-Fiction-Geschichten gibt, wo ein ganzes Volk sie hatten so eine Realität hat versetzen lassen, weil wie der Planet stirbt oder sie selbst gestorben wären und dann auch glücklich wurden oder mehr oder weniger. Aber Utopia ist für mich anders, eindeutig. Mobius hat bereits in allen Bereichen der Gesellschaft Fuß gefasst. Und sie waren dumm genug, sich selbst eine tickende Zeitbombe ins Gehirn zu pflanzen. Sie sehen sich als Wölfe und den Rest als Schafe. Aber ich bin der Hüter und warte nur darauf, die Wölfe zu erlegen, wenn sie nicht aufpassen. Sobald Union in meine Hände fällt, sind die Tage von Mobius gezählt. Noch eine Info, die mir fehlt. Wahrscheinlich Theodoros Manuskript 3. Na. Zack. Wir haben es ja, ne? Direkt vor uns liegen. Ah, guck mal. Schon wieder ein Spiegel. Sehr geil. Da freut man sich doch. Ich habe einen Leichenschrankschlüssel. Ist auch sehr gut. Leider gibt es aber keinen Kaffee hier drin. Das wäre natürlich nach der Overkill. So, ganz kurz mal gucken, was ich so ausgeben kann. Also was ich als Belohnung bekomme im Leichenschrank. Au! Ah. Keine Sorge, Detective. Tut kein bisschen Mach mir keine weh. Sorgen. Sagst du, du hast dich doch nicht im Kopf. Bist eh schon tot, liebe Tatjana. Gut, 50 Schießpulver ist nicht schlecht. Habe ich noch irgendwie was ich jetzt vielleicht doch noch halbwegs sinnvoll... Heilung ist alles voll. Ich heile mich ganz schön wenig mit der Spritze, trotz die maximale Heilungsdingens-Bonus-Sache. Nein. Zweimal rot klappe ich noch. Oder schon wieder. Nein. Ja, könnte ich mir zwar holen, aber... Nee, wieso? Ging ja auch. Und für 8000 nochmal ordentlich mehr einstecken können, bis man stirbt. Ist ja auch nicht verkehrt, aber die spannen immer auch darauf. 75.000 waren es gewesen, nicht 70.000. Mensch, so. Immer noch Quatsch.
Ja. Das hier sehe ich noch sinnvoll an. Das hier wäre okay. Und das wäre auch noch okay. Also die, diese beiden Sachen würden noch ein bisschen mein Überleben gegen normale Gegner erhöhen. Wobei ich da eigentlich nicht sterbe. Das brauche ich nicht wirklich. Und das würde meinen Schadensoutput natürlich nochmal gegebenenfalls gut erhöhen. Wenn ich dann vernünftig ziele im Zeitlupen-Modus. Gegen Bosse wahrscheinlich hauptsächlich sehr geil dann. Gegen normale Gegner kann man es sowieso... Was soll der Quatsch, ne?